Hallo, ich bin der Tom von Pentix Service und möchte euch heute zeigen, wie einfach ihr mit unserer Pentix Bike Pro App Fehler an unserem System auslesen könnt. Ein Fehler an unserem System seht ihr immer dann, wenn der Akku blau blinkt. Nachdem du die App runtergeladen hast und installiert hast, musst du dich einmalig in der App registrieren. Für die Fehlerdiagnose koppelst du am besten unseren Akku mit dem Motor, drehst den Drehschalter in den Smart-Modus, schaltest den Akku ein und hältst dann den Taster 4 Sekunden gedrückt, bis der LED-Ring rot pulsiert. Starte jetzt die Pentix Bike Pro App auf deinem Gerät. Klicke auf Fahrrad, suche nach Pentix Systemen und schon siehst du deinen Akku in der App. Dann anklicken und jetzt werden die Daten auf dein Handy übertragen. Hier siehst du alle Daten zur Batterie, zum Antrieb und ganz unten kannst du den Fehlerspeicher auslesen. Klicke hierfür auf Fehlerspeicher prüfen. Hier werden dir jetzt alle Fehler, die das System hatte, chronologisch aufgelistet. Der aktuellste Fehler steht ganz oben. In unserem Fall ist das jetzt ein Sensorfehler. Tippe diesen an und hier geben wir dir jetzt eine Hilfestellung zur Behebung des Fehlers. In der App haben wir nun gesehen, dass das Messdrehtlager kein Signal hat. Um diesen Fehler zu beheben oder zu prüfen, entnehmen wir zuerst den Akku vom System und prüfen als erstes den richtigen Sitz der Stecker an der E-Maschine. Hierfür ziehen wir beide Stecker am Anfang von der E-Maschine ab, schauen uns diese an, ob sie sauber sind, ob das Kabel beschädigt ist oder ob irgendwelche Fremdkörper zu erkennen sind. In diesem Fall sind die Stecker jetzt sauber. Dann stecken wir sie wieder ordentlich an den Pin vom Motor. Jetzt prüfen wir kurz gegen, indem wir den Akku auf den Halter aufklicken. Das Kontrollleuchten, dass der Akku den Motor gefunden hat. Jetzt machen wir den Akku an. Er leuchtet grün, es blinkt nicht mehr blau, Fehler ist behoben. Ein anderer Sensorfehler wäre ein Raddrehzahlsensorfehler. Bei der Fehlerermittlung beim Raddrehzahlsensor beginnen wir wieder am Pinstecker an der E-Maschine. Dann verfolgen wir gleich das Kabel zum Raddrehzahlsensor und schauen hier, ob Beschädigungen oder Quetschungen ersichtlich sind. Beim Raddrehzahlsensor achten wir darauf, dass der Speichenmagnet an der dicksten Stelle des Raddrehzahlsensors vorbeiläuft und der Abstand zwischen Raddrehzahlsensor und Magnet nicht größer als 13 mm ist. Sollte dieser größer sein, gibt es Zusatzmagneten, welche bis zu 3 Stück an diesen Speichenmagnet gehaftet werden können. Diese sollten mit Schraubenkleber fixiert werden, damit diese sich bei ungewollten Stößen nicht lösen können. Ein kleiner Tipp, um zu prüfen, ob der Raddrehzahlsensor in Ordnung ist und die Funktion gegeben ist, montiert einfach das Fahrrad auf einen Montageständer und dreht das Hinterrad kurz an und schaut dann in der App, ob die Geschwindigkeit angezeigt wird. Wenn dies funktioniert, ist alles in Ordnung. Sollte keine Geschwindigkeit angezeigt werden, ist wahrscheinlich der Raddrehzahlsensor defekt. Dieser müsste durch ein Neuteil ersetzt werden. Sollte der Akku grün leuchten, aber der Motor keine Unterstützung geben, dann liegt es an der Kontaktverbindung zwischen Akku und Motor. Dies prüfen wir ganz einfach. Akku entnehmen. Akku muss aus sein. Akku auf den Halter aufklicken. Leuchtet der Akku kurz auf, ist dieses gegeben. Sollte das Kontrollleuchten beim Aufstecken nicht erfolgen, könnte es an folgenden Punkten liegen. Zuerst prüfen wir den Motorstecker. Ist dieser sauber? Sind die Kontakte frei? Sind die Kontaktbuchsen sauber? Keine Fremdkörper drin? Ist er frei beweglich in alle Richtungen? Ist am Akku der Stecker auch sauber? Sind die Arretierungsnasen rechts, links vorhanden? Sind die Plus-Minus-Pole fest? Und sind die Goldkontakte zu sehen? Hier wieder ein Tipp, mit handelsüblichem Kreppband kann man den Stecker am schnellsten und einfachsten sauber machen. Einfach ein Stück abreißen, leicht ankleben und schwungvoll abziehen. Das am besten von mehreren Seiten. Und das gleiche kann man dann auch nochmal am Stecker vom Akku machen. Etwas reindrücken, etwas andrücken und abziehen. Und man siehe da, Fremdkörper, die da vorher nicht so ersichtlich waren, sind jetzt zu sehen und entfernt. In anderen Fällen sind die Arretierungsnasen am Stecker abgebrochen. Diese kann man dann ganz einfach sauber abbrechen und den Fremdkörper entfernen.
Eine weitere Möglichkeit ist ein schiefer Gegenstecker im Akkuhalter. Dies kann man ganz einfach prüfen, indem man erstmal das Motorkabel, welches vom Motor kommt, zum Akkuhalter prüft, ob eine starke Spannung vorliegt. In unserem Fall jetzt nicht. Stecker ist immer noch schief. Dann schrauben wir ganz einfach die zwei Schrauben, wie der Motorstecker im Akkuhalter befestigt wird, locker. Drücken den Stecker nach unten aus dem Akkuhalter und sehen jetzt, wie schief der Stecker zur Grundplatte sitzt. Jetzt nehmen wir den Akku zum Testen, lassen den locker anschnappen. Er leuchtet auf, also ist der Stecker technisch in Ordnung. Also muss das Kontaktproblem von einer schiefen Steckerposition verursacht worden sein. Zum Ausrichten des Motorsteckers lösen wir die beiden 8er Torx-Schrauben der Zugentlastung. Nehmen den Stecker in die eine Hand und schieben dann vorsichtig das Motorkabel vor und zurück, bis die Steckeroberkante mit der Grundplatte parallel ist. Dann schrauben wir die 2/8er Torx-Schrauben wieder fest. Prüfen jetzt nochmal die Federfunktion des Motorsteckers. Das sieht gut aus und fertig. Nun montieren wir den Motorstecker wieder an den Akkuhalter. Und achten jetzt darauf, dass das Kabel nicht verspannt ist, denn wenn das Kabel gespannt ist, kann es passieren, dass sich der Motorstecker verzieht. Akku aufstecken. Kurzes Kontrollleuchten, Taster betätigen, Akku leuchtet permanent, System funktioniert wieder. Und nun kommen wir zu einem Fehler, welcher als Fehlercode in der App nicht angezeigt wird. Akku lädt nicht. Hier gibt es im Grunde nur wenig Möglichkeiten, aber einen Klassiker. Der Netzstecker steckt nicht in der Dose. Des Weiteren, der Gerätestecker steckt nicht richtig oder nur leicht im Ladegerät. Oder der Akku hat wieder Fremdkörper an seinem Stecker. Sollte dies alles passen, sprich der Netzstecker ist im Netz, der Gerätestecker steckt fest im Ladegerät, steckt man auf, der Akku leuchtet und fängt danach sofort an zu pulsieren. Sollte das alles nichts bringen, dann lade diesen Akku mit einem anderen Ladegerät. Sollte der Akku dort geladen werden, ist dieses Ladegerät defekt. Weitere Daten, die ihr mit der App auslesen könnt, wären zum Beispiel die Seriennummer der Batterie. Dies ist nützlich, wenn das Batterielabel beschädigt oder zerstört ist. Die Ladezyklen, welche der Akku bis jetzt weg hat. Und Unterstützungsstufen in Prozent. Da kann man gut erkennen, in welchen Unterstützungsstufen der Nutzer den Akku nutzt. Auch kann man sehen, welche Radgröße in der E-Maschine eingestellt ist, in Millimetern. Dies waren die wichtigsten Informationen zur Fehlerdiagnose mit der Pentix Bike Pro App. Weitere nützliche Tipps und Tricks erhaltet ihr auf dem Pentix YouTube-Kanal sowie Facebook und Instagram.